Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelidee hier auf 9999 Dinge. Ich gestalte noch meine Karten, wo es schon zahlreiche andere gibt, und zwar mit dem Thema eine Kartenansicht, wo oben Wimpel sind, unten soll das Zentrum sein, und jetzt gestalte ich die Karte Nummer 8. Wenn ihr wissen möchtet, wie die anderen schon aussehen, ich verlinke euch alle unten in der Videobeschreibung. Und bei meiner jetzigen Karte brauche ich folgende Materialien. Ich denke es zumindest. Ich habe wieder hier so eine Faltkarte in Craftpapier genommen. Ich habe Bastelkordel in so einem gelben Ton. Ich habe mich für Motivpapier entschieden, und zwar dieses. Das ist aus dem Block. Moment. Den habe ich aus diesem Motivblock ausgewählt. Der ist vom Action. So, außerdem benötigen wir eine Stanzschablone mit Happy Birthday, weil das soll auch eine Geburtstagskarte werden. Das sieht dann so aus. Ich habe sie schon mal ausgestanzt. Und zwar aus einem ganz einfachen Craftpapier. Das Motiv gefällt mir nicht so, deswegen habe ich das genommen. Und das brauche ich gleich auch nochmal. So, was brauchen wir noch? Ich habe Washi-Tape genommen, und zwar dieses Kork. Dann hatte ich mir mal bestellt von Darfcraft solche Holzbilderrahmen. Hier sind zwei verschiedene Ansichten drin. Mal gucken. Oh, drei sogar. Diese drei, und ich glaube, ich werde diesen davon nehmen. Zusätzlich habe ich dann noch mal hier solche Holzaufkleber. Ich habe mir diese Windmühlen, sage ich jetzt mal, noch dazu geholt. Dann habe ich hier solche Vintage-Sticker. Und dann hier nochmal diese Herzen. Alles so ein bisschen, dass es farblich passt. Und dann schaue ich mal, was ich davon dann zum Schluss wirklich verwende. So, jetzt fangen wir an mit der Bastelidee. Und als allererstes gestalte ich mir meine Wimpelkette. Meine Wimpelkette wird diesmal aus diesem Kork gebastelt werden. Aber ich habe gerade etwas falsch gedacht. Ich fange zuerst an, mir das Papier zurechtzuschneiden, weil die Wimpelkette kommt ja auf das Papier drauf. Ich werde jetzt ganz genau die Karte komplett bekleben, und zwar mit diesem schönen Motivpapier. Wenn ich das gemacht habe, dann kümmere ich mich um meine Wimpelkette. Da es selbstklebendes Kork ist, Korkband, brauche ich jetzt hier nicht groß meine Wimpelkette selbst zu basteln, wie ich es jetzt bei den anderen gemacht habe. Und jetzt wird es so sein, dass ich mir jetzt einfach hier, jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit ich die Wimpel machen kann. Ich habe ja hier den Rahmen, der hier mit drauf soll, dass sich das nicht so stört. Werde ich das Ganze so machen, denke ich mal. Ja. Ich schneide die mir hier ab. Jetzt nehme ich mir doppelseitiges Klebeband, und zwar das dünne, weil das haut genau hier mit diesem Band dann hin. Haut hin, was war das hier für ein Deutsch? Also das passt dann genau, und dann kann das Kork auch so ein bisschen mitgehalten werden. Wie ich das mit dem Bilderrahmen mache, weiß ich noch nicht. Ich lege die mir jetzt einfach mal hin. Nehme mir etwas doppelseitiges Klebeband. Und klebe mir das jetzt so hin, wie meine Wimpelkette werden soll. So. Kann ich das abschneiden. Jetzt ziehe ich mir die obere Schicht ab. Und
Und jetzt lege ich mir hier mein Band drauf. Ich hoffe, das passt jetzt noch, wie ich hier den Bogen geschlagen habe. Ja. So. Und jetzt hält er hier. Jetzt nehme ich mir meinen Kork und mache mir daraus kleine Wimpel. Ich könnte auch hier das Herz nehmen, aber nee, ich mache es jetzt mal ganz normal. Ich mache es ungefähr, ja, ich sag mal vielleicht so 1,5 cm, würde ich jetzt mal schätzen. So ungefähr. So, und jetzt werde ich hier meine Wimpel schneiden. Ich nehme diesmal wieder, ja, die hier unten so ein bisschen hochgehen. Ich gehe hier so 1/2 cm rein und gehe einmal von rechts und einmal von links im selben Winkel zu dem eingeschnittenen. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich das Papier hier dahinter machen soll oder ob ich das hier so lasse und dann einfach mit dem Klebeband das Ganze irgendwie ein bisschen verzieren soll. Wenn das hier so durchguckt, ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht. Wäre auch eine Idee. Ich probiere das jetzt einfach. Ich mache mir das Happy Birthday hier oben diesmal hin. Und hier unten nehme ich dieses goldene, also mit den goldenen Herzen. Nehme dieses wieder dazu, was ich oben und unten hin mache. Und dann bringe ich hier den Bilderrahmen einfach so auf. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht. Bin ich mal gespannt, ob das so nach was aussieht. Und den mache ich mir dann fest mit doppelseitigem Klebeband. Ich werde aber das dünne dafür nehmen. Genau, so machen wir das jetzt. Und hier, das mache ich mit Prittstift. So, ich habe gerade gemerkt, dass die Kamera gar nicht mehr aufgenommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es stehen geblieben ist. Ich habe jetzt, ja, das Washi-Tape hingeklebt, das Happy Birthday. Hier mache ich jetzt die Herzen noch hin. Habe ich mir so gedacht, das klebt nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit meinem Bilderrahmen mache. Ich denke mal, ich nehme das so, dass die Herzen komplett so in der Mitte sind. So sieht es blöd aus. Ja. So, so, damit hier noch so ein bisschen das Papier durchschaut. So werde ich das machen. Oder, nee, das passt nicht. Die Schmetterlinge passen auch nicht. Und das hier passt auch nicht. Ich denke mal, das reicht dann. Vielleicht da noch ein Herz hin, mal gucken. So, hier mache ich jetzt, wie gesagt, ein doppelseitiges Klebeband dran. So, und die Karte Nummer 8 ist entstanden. Zum Geburtstag eine Karte, unten das Zentrum, oben die Wimpelkette. Und ich kann euch mal die Karte zeigen vom letzten Mal. Das war zum Beispiel die. Und dann gibt es noch zahlreich weitere, alle unten verlinkt. Wenn ihr die nachbasteln möchtet, habe ich Schritt für Schritt euch die Anleitung erklärt. Und ja, ist was anderes. Ich denke, es hätte auch gut ausgesehen mit dem einfachen, mit dem hier. Und dass man das eventuell so gemacht hätte. Aber es ist okay. Bisschen verspielt, ne? Aber so, hier ist ja so eh Paris und so und Blümchen und Vintage-mäßig.
ist okay. So, meine Guten, das war's für heute. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachbasteln und ja, immer schön kreativ bleiben. Bis bald, eure Katrin.